Willkommen bei Underdog Games. Heute spielen wir Destructure Among Debris. Sowas ähnliches wie unter Trümmern, unter Schutt und Asche oder so. Es ist ein ganz anderes Spiel, wie ich sonst gerne und immer spiele. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel, ein Casual-Spiel, am besten zu vergleichen mit Breakout. Wer Breakout von früher kennt, ist hier gut aufgehoben, allerdings ist es ziemlich abgedreht. Und in diese Runde möchte ich euch mitnehmen. Wir werden mal gucken, die nächsten 30 Minuten geht es jetzt hier ab. Und wir wählen hier aus, einfach, wenn du stirbst, Neustart. Neustart Erfolg im letzten Level. Wenn du stirbst, verlierst du alle Fortschritte im aktuellen Level. Wahr oder einfacher? Ich nehme mal wahr. Die Wahrheit ist immer wahr. Tutorial habe ich im Prolog schon gespielt. Jetzt ist es aber so, ich muss hier scheinbar mich durchknallen, ohne das geht's nicht. Es gibt hier ein Ranking. Keine zusätzliche Herausforderung für Anfänger, alles klar, wir können einfach nur drücken auf Los geht's. Wenn ich meinen Ball hier, also das ist mein Puck, so wie bei Shuffle Puck Café, weiß nicht, ob jemand kennt von früher, vom Amiga noch, schon sehr alt. Wenn ihr mit dem Puck das Ding trefft, dann wird dieser Ball beschleunigt und fliegt in die Holzkisten. So. Und das Ziel ist es hier, all diese Kisten wegzuknallen. Und das Geile ist, man kann skillen ohne Ende. Ähnlich wie bei, wie hieß das Spiel, was ich gespielt habe? Protatoes. Bei Schüsse, die darf man nicht berühren, da verliert man Energie. Bei Protato war es auch so. Da kann man nach jeder Runde random leveln. Hier kann ich noch nicht, weil ich noch keine Punkte habe, also kriege ich noch nichts angeboten. Hier kann man re-roll die Perks machen. Weiter geht's. Ist das Tutorial, es geht nicht. Man hat ein Power-Up hier, das heißt, wenn ich hier stehe mit meinem schönen Slider-Pad, wie auch immer, kann ich jetzt hier die linke Maus gedrückt halten und ich kann dieses Ding richtig aufspannen. Und dann kann ich es beim ersten Schuss loslassen. Bam. So. Das hat Vorteile, besonders wenn man besondere Items haben möchte. Jetzt habe ich ein Item eingesammelt, das ist eine Armbrust gewesen. Wenn ich die jetzt spanne, hier habe ich einen Schuss, habe ich die drauf. Kann ich hier wählen, wo ich hinschießen möchte. Ich schieße schön durch die Kästen durch. Bam. So, der Fall macht noch nicht so viel Schaden. Auch das kann man verbessern. Man kann verbessern, dass die Kugel durch alle möglichen Holzklötzer durchfliegt, dass sie mehr Einschlagschaden macht. Also es wird unglaublich. Nachher fahren da Panzer rum, Geschütze kommen aus dem Boden raus. Ah, zwei Schüsse da. Oh, noch ein Schuss. Darf ich auch nicht berühren. Es macht keinen Sinn, die Armbrüste zu sammeln. Wenn man die Armbrüste hier stackt, es wird nichts, du hast immer nur einen Schuss zur Verfügung. So, ein bisschen leiser machen, mir fliegt dem gleich das Ohr weg. Auch hier wieder nichts, was ich skillen kann. Wir sind, wie gesagt, in der Erklärung drin. Nach der Zerstörung von Objekten füllt sich die Alarm. Das heißt, wenn ich was kaputt mache, füllt sich auch die Leiste. Wenn die Leiste voll ist, beziehungsweise auf Stufe 1 ist, kommt dann der Turm raus. Das zeige ich euch mal ganz geschwind. Komm schon, komm schon. Übrigens, wir sind bei 947 Abonnenten. Da hinten verschwindet der Ball nicht, da kann nichts passieren. Solange da hinten kein großer, böser, fressender Schredder ist. Wenn da ein böser, fressender Schredder ist, ist es schlecht. Das seht ihr auch gleich. Jetzt haben wir schon genug kaputt gemacht, dass der Turm rauskommt. Achtung, da hinten rechts. Komm schon. Gut, dann schießt ich noch was kaputt. Schießt auf die Armbrust. In der Hoffnung, dass ich noch eine kriege. So, da ist doch schon der erste Turm. Und der ist angepisst. Wenn ich ziele, geht hier alles in Zeitlupenmodus. Ich meine, den direkten Weg frei zum Turm. Und der muss auch mehrfach getroffen werden. Der wird dann so ganz marode. Und einmal geht er dann in den Arsch. Durch die Armbrust stärker wie die Kugel. Aber das ist eigentlich eine ganz böse. Mir gefällt die Physik. Mir gefällt das Gefühl, wie ich den Ball steuern kann. Und ja, ich muss sagen, das ist ein Underdog. Also Sieg, ne? Ich hab besiegt. 948 Abonnenten. Yeah, wir sind gestiegen. In einer Folge live quasi aufgestiegen. Schnell einen Schluck trinken, es tut mir leid, aber ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich muss mich hier mal wieder rehydrieren. Und ich suche mir immer so Schwachstellen aus. Und versuche dann, da reinzukommen. Einmal dahinter. Kriegt man schon was Schönes. So, die orangenen Dinger sind Schüsse, die prallen da an und gehen kaputt, wenn die mich nicht treffen. Die blauen Dinger, das sind eine Art Münzen. Wenn die Münze an die Seitenwand fliegt, unten und oben, sag ich mal,
dotzt sie ab und ich kann sie nochmal einsammeln. Wenn die Münze hinten an die Wand fliegt, ist sie verloren. Die Münzen sammeln sich unten rechts. Mit diesen Münzen können wir nachher, nach dem Level, unseren Puck hier skillen. Wow, getroffen worden. Da gibt es Zeitlupe und ich verliere einen so einen Energiering. Auch den kann man nachher wieder aufladen. So. Der Puck dahin links. Puck, weg ist er. Na, dieser Punkt, der ist verschwunden. Ich kümmere mich mal hier um den Drecksturm. Es wird immer schwerer, wenn die Türme bestehen bleiben. So. Sehr gut. Und den letzten da noch wegknallen. Komm schon. Kriegt er hier eine mit der Armbrust. So, jetzt noch da oben. Die Einschläge von dem Ball, die machen so Funken. Und ich meine, dass die Funken auch Schaden machen. Alles einsammeln, perfekt. So. Das ist die erste Rollrunde. Wir können hier sagen, permanente Rabatte. Das heißt, die Preise sind 15% niedriger. Sensationell, kaufe zwei Perks zum Preis von 1,7. Okay. Ja, also, ja, es wird auf jeden Fall günstiger. Oder einfach Reparatur, da könnte ich das Ding hier um 2 reparieren. Möchte ich nicht, ich nehme mal die Rabatte. Und ich würfel hier 17 neu. Wir schauen mal, Glück. Mehr Waffen, Chance, um Power-Ups zu erhalten, wird erhöht. Machen wir doch gleich, Glück können wir gebrauchen. Da unten sammeln sich übrigens die ganzen Perks. So, Achtung, gekaufte Vorteile bleiben nur für die aktuell eingestellte Stufe aktiv oder bis du zerstört wirst. Für die aktuell eingestellte Stufe. Das ist jetzt für mich nicht klar, was damit gemeint ist. Muss ich mal jetzt mal, das spielen wir uns, das wissen wir gleich. Und dann geht's weiter. So, in diesem großen blauen Tank da befindet sich ziemlich viel Kohle. In den leuchtenden ist immer ein Schuss versteckt und auch Geld. Bis jetzt zumindest. Schuss und Geld. Wenn man halt einmal hinten rankommt, wie bei Breakout, ist es natürlich eine geile Sache. Ja, und die Haptik von diesem Ball und von dem Puck, die ist sensationell. Auch die Maussteuerung. Es wird ein Spiel sein, wenn wir in Urlaub... Oh, fuck off. Wenn wir in Urlaub fahren, werde ich mir das auf dem Laptop mitnehmen. Denn da weiß ich, was ich habe. Jetzt kann man mal eine Runde datteln. Das ist so umfangreiche Factorio. Man kann einfach mal eine Runde datteln, hat richtig Spaß dabei. Das ist wirklich gut. So, Armbrust. Die kriegt natürlich hier erstmal der Kollege hier zu spüren. Friss. Zwei Treffer noch da hinten, ja, ist er. So, ein Prolog, den ich gespielt habe, um einfach mal das Spiel zu testen, ob ich es mir kaufen möchte. Übrigens ungefähr 10 Euro bei Steam. Habe ich geskillt, dass die Kugel, wenn sie schnell ist, mehr Schaden macht. Dann macht es auch Sinn, diese da reinzuknallen. Im Moment habe ich es noch nicht geskillt, weil die Skills einfach nur random sind. Eingestellte Stufe halten die Buffs. Das weiß ich nicht so genau, was das heißen soll. Oh, da bin ich aber eben geschickt den Punkten ausgewichen, ne? Ich alter Punkte ausweiche. Oh. Na, gezielte Schüsse auf den Turm. Also man kann das Ding schon steuern. Ich kenne die Armbrust. Ja. Hier mal durchknallen. Zwei Schüsse kommen dann raus. Ich muss aufpassen. Zwei Armbrüste eingesammelt. Ich hab nur einen Schuss. Wo die Armbrüste nochmal rauskommen? Ich weiß es nicht. So, für die aktuell eingestellte Stufe. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber ich skill einfach weiter, weil Skill müssen wir ja. Hier ist es. Bälle können Strukturen durchschlagen, wenn sie stark genug sind. Nehmen wir. Einfache Reparatur. Zwei Punkte werden wir repariert. Brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich verreck, ärgere ich mich. Verbesserte Pfeile. Nach jahrelanger Hightech-Forschung und Entwicklung richten Armbrustpfeile endlich mehr Schaden an. Alles klar. Wir brauchen nicht rerollen. Wir haben nämlich kaum noch Punkte da oben. Macht keinen Sinn. So. Jetzt ist es sinnvoll, erstmal hier das Ding zu kapieren. Ich glaube, dieser Roundhouse-Kick wäre schlau. Okay, richtig so viel. Hier ist jetzt mal das erste Level mit dem Shredder hinter mir. Also quasi an der linken. Oh, weil ich so gierig bin.
der linken Seite befindet sich der Schredder. Was an den Schredder fliegt, ist weg. Das bedeutet, der Ball hat da hinten einen aus. Ich selbst. Na, wollte schon mal zeigen, wie das so ist. Und das kostet mich dann auch genauso Energie, wie als wenn ich getroffen werde von einem Schuss. So wie jetzt. Wollte ich auch nochmal zeigen. So. Oh Gott im Himmel, wir sind tot. Scheiße. Mhm. Nee, oder? Oh, das ist ja assi. Und alle Buffs sind weg, gell? Das werden wir jetzt gleich sehen. Ob das wirklich so ist. Aber ich sag mal so. Irgendeine Strafe muss es ja geben. Wenn es keine Strafen gibt, kann ich ja einfach kaputt gehen und nichts davon. Und wir spielen einfach auch einfach. So, alles gelungen. Hier ist wieder alles leer. Wir sind gestorben. Klar, Glück, mehr Waffen, mehr Power-Ups, Möglichkeiten und hier einmal rollen. Die Rabatte gehen nicht zu kaufen. Warum nicht zu kaufen gehen, weiß ich nicht. Aber es zu teuer ist. Alles gleich, 31, 36. Scheiße. Okay. Und hier sind wir eigentlich jetzt wieder fast schon da, wo wir eben waren. Nur besser jetzt mal nicht so oft treffen lassen. Unglaublich, wie sehr man da beschäftigt ist. Lieber ein bisschen Geld flöten gehen lassen, als hier sich in die Kugeln stürzen. Und das hilft ja nichts. Alles Geld der Welt, wenn ich jetzt im Arsch bin. Ja. Yep. Das war gut. Eingestellte Stufe. Was ist denn die aktuell eingestellte Stufe? Würde ich gerne mal wissen, was ihr damit meint. Für den Schwierigkeitsgrad oder was? Doch klar, das ist nicht verstehen. Oh, geil. Okay, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt den Juggernaut, der durchfliegt. Das machen wir. Und empfindliche Geschütztürme können wir nicht mehr kaufen. Und wir haben nur noch 79. Wenn ich jetzt würfel, haben wir nur noch ein paar 50. Vielleicht. Ach komm, wir nehmen die empfindlichen Geschütztürme. Was soll's. Los geht's. Da sind wir wieder. Dann habe ich erklärt, wenn ich hier in diesen Kreis schieße, dass es am besten ist. Aber. Oh, ich darf nicht in den Schredder reinfallen. Dreckding. Ja, also es hat schon ganz andere Anforderungen dann plötzlich. Wenn du entscheiden musst zwischen Geld einsammeln oder Ball, ist natürlich ganz schnell doch wieder am Ball. Oh, der Repair. Cool. Halt ich auch noch nicht. Jetzt wird vielleicht immer nur Repair in die andere Richtung. Kurz mal hier den Ding wieder einmal rein. Shit, oh. Oh, fuck. Repair. Gut. Ja, sehr gut. So, dann gehen wir da runter. Bonbon. Ich bin aufs nächste Level gespannt, weil hier war der Prolog zu Ende.
meine ich. Den ihr übrigens kostenlos bei Steam runterladen könnt. Ich will mal selbst gucken, ob ich das zusagt, weil... das war knapp. Aber besser so wie selbst in den Schredder reingestummt. So, Rosenturm, das kommt weg. Gott sei Dank. Armbrust da oben rein. Aber wir können hier nicht rein. Der Schredder tut uns quasi nichts. Ne? Ist auch wichtig zu wissen. Also ich kann hier hinten rumfahren. Ohne mir Sorgen zu machen. Fertig. Okay. Du hast Folgendes freigeschaltet, verbesserte Pfeile. Ja, nach jahrelanger Forschung hatten wir eben schon mal gehabt. Und weiter geht's. So. Stoßfänger. Jetzt bin ich auch im neuen. Besiege alle Level im Set, um eine zusätzliche Herausforderung freizuschalten. Okay, also Set wird das hier sein. Hier ist alles teurer als sonst. Okay. Wir sind voller Energie. Wir fangen an. Es gibt keinen Schredder. Also quasi ist es ja hier easy peasy. Aber es gibt in der Mitte einen Geschützturm. Oh, der schießt rote Schüsse. Was bedeutet denn roter Schuss? Naja, wir werden ihn gleich mal ausschalten da hinten dran. Ja, man kann die Angriffe schon... Scheiße. Schon lenken. Okay. Zwar nicht 100%. Aber. Aber die Richtung stimmt. Also nach rechts durch den Spiel. Geil. Nein, also ich meine natürlich schon, dass die Richtung ungefähr passt. Spannend, was im zweiten Loch hinten dran, ob da auch noch einer rauswächst. Das weiß man ja nicht. Ja, hol mir das Geld da hinten ab, danke. Los, hol das Geld da hinten. Abonnenten. Yeah. Oh, getroffen worden, voll lauter Freude. Yep, das war's. 116 Marken. Strukturen zu schlagen, finde ich gut. Okay, also tatsächlich ist es so, dass es hier in dieser Serie dann gespeichert wird. Pro Welt, wo wir anspringen, wie bei Super Mario World. Pro Welt, wo wir springen, können wir quasi die Sachen sammeln. Aber danach, nach dieser Serie, nach der kleinen Serie, ist das Gebuffte wieder weg. Finde ich jetzt ein bisschen schade, denn ähnlich wie bei Potato konnte man ja auch seine Sachen so weit stacken. Das fand ich irgendwie skillmäßiger interessant. Also... Das hat aber ganz schön geräumt eben hier. Na, wenn man ein bisschen gechillt bleibt, dann war das ganz gut. Yep. Da rumpelt im Kart. Ich bin zweimal getroffen. Ah, Gott, bin ich dumm. Ich bin zweimal getroffen worden eben. Aber es hat nur einmal gezählt. Und dann habe ich gleich die Quittung bekommen. Weil der Ball noch in den Schredder gerutscht ist. Demnach hätte ich in der Kurzzeit eigentlich 3 Punkte.
Repair. Gut. Oh, jetzt versteckt. Drecks. Dreckskugel benackt. So. Gelevelt. Du hast Folgendes freigeschaltet. Ein neuer Skin für deine Bälle. Okay. Das Skin für meine Bälle. Jetzt bräuchte ich den Skin für meine Bälle. So, jetzt die Frage. Wie viele Punkte gibt es denn hier noch? Wie viele Abschnitte in diesem Level? Ich meine, das ist jetzt fertig, ne? Wir gucken mal. Verbesserte Pfeile, verbesserte Ball. Verbesserte Ball. Kann ich das Geld sammeln? Wenn ich das Geld mit übertragen könnte, wäre ja auch gut. Wow, Loser. Her. Armbrust. Da hinten rumpelt es im Karton. Also geschützt im wollte ich da hinten auch nicht sein. Das sag ich jetzt mal so ganz offen. Da kommt der Ball. Schön in Zeitlupe. Sehr gut. Da ist noch ein Repair dabei. Den nehmen wir uns kostenlos. Oh, zwei sogar. Gut. Hol den Repair da raus, komm. Hinten dran ist er. Ja, da ist er. Okay, danke schön. Ah, fein gemacht. Ja, mich stößt jetzt nach technischen Spielen. Bin am Überlegen, ob ich Factorio durchspielen soll. Was ich. Große Bälle. Bälle werden größer. Okay. Ich bin überlegen, ob ich Factorio durchspielen suchten soll. Militärball. Okay. Was ich noch nie geschafft habe. Ich habe immer wieder aufgehört, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich habe schon irgendwie 6, 7, 800 Stunden, keine Ahnung, Factorio gespielt. Ich überlege, ob ich das mache. Oh, das ist ein Stein. Natürlich. Ich dachte, der wäre offen. Gut. Rechte Maus ist, um kleiner zu werden. Achso, wenn ich beschossen werde, ist kleiner natürlich besser, ja, verstehe. Auch ganz cool, dass man so Stück für Stück an die Sachen rangeführt wird, die man kann. Wobei es jetzt nicht so umfangreich ist, aber. Reaktionsstelle spiele erstmal auch. Ich merke, wie ich rede. Ich rede ganz anders wie sonst. Mein Gehirn ist total beschäftigt. Ich atme mit offenem Mund. Weil ich sonst so, wenn ich erkältet bin. Weil mein Gehirn so viel Sauerstoff braucht, um hier zu denken. Ja. Orange ist böse. Gelb darf bleiben, braun muss gehen. Ja, wie war das? Ja. Ja, und da ist auf jeden Fall die Überlegung, ob ich Factorio durchspielen soll oder Satisfactory. Ich weiß es noch nicht. Ich bin in beiden ja jeweils schon sehr weit gekommen. Aber ich habe beides noch nicht durchgespielt und deshalb, bevor ich nochmal über die Wupper gehe, habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall beides noch durchzuspielen. Vielleicht soll ich mit Factorio anfangen. Juggernaut. Ja. Und sollte dann von Factorio ins Satisfactory Update 8 springen, weil da kommt ja bald das Update 8 raus, das große. Da sind ja viele, viele Änderungen dabei. Dann einen Grund, eine neue Folge zu machen. Und Sama Factorio ist ja immer wieder interessant, allein schon wegen der verschiedenen Konstellationen mit den Gegnern. Was ist das? Ich bin eine Schrotflinte. Okay. Mama, ich bin eine Schrotflinte. Ich liebe diese Slow Motion. Dahin, der Ball fliegt dran. Okay, und Feuer.
los, ich habe Schredder angezogen. Muss mal gucken, wie die Sachen sich so verdellern mit der Zeit. Ja, also nicht nur die Geschütztürme, die so Risse kriegen. Wow, 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 wow. Sondern auch die ganzen anderen Sachen, die so langsam eindellern und dann da das Ding zum Beispiel. Also Stück zu Stück zerfallen. Diese Dreierkanone ist übel da oben. Ich besorge es jetzt auch. Ich sag doch, wenn ich das besorge, besorge ich sie. Ja, 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 ja. Ich will den Schredder. Nein. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Weg war. Einfache Reparatur in jedem Fall, egal was es noch gibt. Permanente Rabatte. Ja. Permanente Rabatte, aber auch nicht für die Runde. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein Bruchschluss. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Schredder hinter uns. Eine Armbrust vor uns. Die schnappen wir uns. Nehmen dann die nächste Armbrust. So. Wieder. Dann vernichten wir den Drecksturm, der da eben aufgepoppt ist. Wir versuchen es zumindest. Volle Ladung reingerotzt. Sehr schön. Das war sehr schön. Ja, also wie gesagt, Breakout ist da eher ein Scheißdreck dagegen. Wenn man mal die Vorschau gesehen, was da noch alles kommt. Mit, ich will es gar nicht sagen. Geschütztürme, die rumfahren, irgendwelche Kettenglieder, die sich drehen, Waffen, die man selbst noch hat, die einen durch die Gegend schleudern, wenn man sie abschießt. Also absoluter geiler Scheiß. So, eine Ordnung gemacht da hinten drin. Gebüsch. Ah, ich dachte, dieser blaue Turm ist noch ein Turm. Dieser rote meine ich, nicht der blaue. Super. Was haben wir Schönes? Mehr Schrotpatronen. Okay. Ja. Noch mehr Schrotpatronen oder große Bälle? Ach, ich habe noch große Bälle. Und Schrotpatronen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man. Das ist die Schrotflinte, die hole ich mir zuerst, dann rotze ich da rein und dann geht's weiter. Getroffen. Naja, wir wurden getroffen. Moment, Moment, das muss ich klären. Schon wieder. Dreck. Was bringt's mir denn, wenn der Ball größer ist? Macht der einen Schaden oder was? Nochmal gebrochen worden. Bitte kein Treffer mehr. Ganz scheiße vorne spielen. Naja, scheiße zu treffen. Ihr wisst, was ich meine. Gleiche Level spielen ist ungefähr so wie 950! 950! Bidi. Vor lauter auf den Monitor der Abonnenten geiern und sich freuen. Abgeschissen. Gutes Spiel ohne euch. Bin gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Voller Leben. Gleiches Level. Los geht's.
Oh, ich bin ja schon versaut, ey. So schnell geht's. Ja, ich würde gerne. Ich würde gerne Schrot. Nein, Flinte. Ich hab's kommen sehen. Blödes Scheißding. Also, einfach ist das Spiel nicht. Der Schwierigkeitsgrad war, hätte mir die Augen öffnen müssen. Weil war ist ja nicht unbedingt gerade die richtige Bezeichnung dafür, aber das hätte mir zeigen müssen, pass auf, mein Freund. Das ist Schweineschwanz schwierig. Energie, sehr gut. Ist schon mal ein Drecksturm weg. Das ist viel wert. Auch die Sounds, ich spiele mit Headset. Also mit richtigen Kopfhörern, sag ich mal, nicht mit Headset, sondern mit so richtig schönen, flauschigen Kopfhörern. Und ist richtig geil. Satt, dumpf. Aber die Geräusche von den Pucks sind wieder geil. Also ist einfach toll. So. Schaffen wir es jetzt diese Runde? Jetzt mal neu spielen, ist natürlich auch so eine Sache. Aber. Was soll ich machen? Pam. Ich will eine reingezimmert. So, da unten in die Ecke rein. Yep. Nein, nein, in die Ecke. In die Ecke mit dir. Dahin. Zusätzliche PS. Du hast jetzt 6 Basis PS insgesamt. Okay, ich schätze mal, das sind die Ringe außenrum. Ich weiß es aber nicht. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, ich sag mal Level. Jetzt kommen wir zum Thema In Flammen. Ich mache mir ein kleines Break. Mach mal die erste von den angestrebten 7 Folgen. Ich weiß nicht, ob so ein Spiel 7 Folgen geben kann, das kann ich nicht sagen. Will ich auch nicht versprechen. Eins weiß ich, es sind 951 Abos. Wenn ihr bei den ersten 1000 dabei sein möchtet, die ich in mein Herz schließe, die ich auf jeden Fall niemals vergessen werde. Haha. Das kann man jetzt schon gar nicht überblicken. 1000 Menschen, das ist so abgefahren. Das kann man gar nicht verstehen. Egal. Also wenn ihr dabei sein möchtet, wäre es schön, wenn ihr auf den Abo-Button drückt. Denn mit 1000 Abos werde ich YouTube-Partner und kann dann auch für meine viele, viele Arbeit über 240 oder 230 Videos mittlerweile vielleicht auch den einen oder anderen Euro bekommen. Das wäre natürlich total geil, weil ihr wisst, wenn die Frau es gut findet, was ich mache, dann kann ich mehr davon machen. In dem Fall mehr Videos drehen. Und mehr Videos machen heißt mehr spielen. Und das ist auch mehr Inhalt für euch. Also, das heißt, egal wie, es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Gut, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wer Breakout mag, wird dieses Spiel lieben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Übrigens, Hotel Renovator, die Lobby geht morgen weiter. Morgen ist der Freitag, der 13. hätte ich beinahe gesagt. Nee, morgen ist Freitag, der, was weiß ich, 17. März oder so. Da geht's weiter mit Hotel Renovator. Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.